Ja, also das Letzte, was ihr gehört haben solltet, wäre folgendes gewesen. Oh, was machen denn diese X-Erze? Ah, das wurde sogar verwendet, da ist eins gerade verschwunden. Und dann Crash. Also das X-Erz ist wohl irgendwie in die Schmelze gekommen und das Spiel konnte damit nicht umgehen und ist abgestürzt. Das heißt, ich sollte es vermeiden, dass irgendwelche Gegenstände, die ein X drauf haben, in den Umlauf geraten. Also in irgendeine Maschine. Weil sonst stürzt das Spiel wohl ab. Wir hatten aber hier den letzten Save, das dürfte nicht allzu lange her sein. Das war da, wo ich mich über die Ruckler aufgeregt hatte. Und da hatten wir auch schon die ersten roten Untergrunddinger da. Also, laden. So. Genau, das ist okay. Dann bau bitte die Fließbänder. Wie viel brauchst du einer? Fünf. Genau. Warum will er jedes Mal gleich wieder Fließbänder haben? Wenn ich fünf in Auftrag gebe, sind das 25 Stück. Oh. Ja, okay, erhöhe mal die da auf 200. So. Das läuft soweit. Gut, gut. Okay, jetzt brauche ich aber echt die Untergrunddinger, aber sonst kann das eine Teil da nicht arbeiten. Raus. Runter, raus. Schnelle Fließbänder. Hieb, so, da lang. Also ich denke zumindest, dass der Crash daran lag, dass das eine Ding, was nicht benutzt werden sollte, benutzt wurde. Das heißt, ich mache jetzt mal hier ein X. Da ist ein X-Ding. Das X-Ding nehme ich jetzt mit. Die Lücke da oben. Ja. Ich sollte die Lücke eigentlich da lassen, nur für den Fall, dass irgendwo ein X-Ding entsteht. Dass es nicht da oben reinrutscht. Aber ich muss halt vorsichtig sein. Erstmal mache ich die ganzen hier so. Dann mache ich da weg. Da weg. Ich sehe kein X-Ding. Ja. Gut. Weg, weg. Da ist ein X-Ding. Weg. Ups. So, das müsste gleich einen richtig guten Sprung geben. Oh. Gib mir mehr. Also einen richtig guten Sprung, was das Kupfer angeht. Mehr, 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 mehr. Und dann können wir die gelben da unten eigentlich mal ersetzen. Kannst du das da rausnehmen und dann die da rein tun? Dritte Maus. Achso, hier muss ich das auswählen. Okay. Dann tu bitte das da rein. So. Du runter. Hoch. Und jetzt müsste alles rot sein, richtig? Ja, und der hintere kriegt schon mal gar nichts mehr. So, du. Durchgehend ausgelastet. Durchgehend ausgelastet. Durchgehend ausgelastet. Was sagen unsere Tanks? Unsere Tanks sagen, meh. Geht so. Wir bräuchten also mehr Kupfer, also mehr Rohkupfer. Ja, ich denke, da werde ich jetzt die Roboter mal belangen. Ich werde das jetzt so bauen, dass ein Teil von den Mining Drills hier unten nicht mehr die Fließbänder befüttern, sondern Bitschönkisten. Wobei das hier unten noch nicht alles hundertprozentig gefüllt ist. Aber trotzdem. So genau, die hier gehen alle direkt aufs Fließband. Und wir brauchen hier unten mehr Licht. So, bauen noch mehr Licht. So. Oh, du bist schon leer. Ach du gute Güte. Ja. So, weg, 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 weg.
Also erst soll ich die Kisten bauen. Hm? Bau normale Kisten, bitte. Keine Riesenkisten. Danke. Du, du. So. Wie viele Roboter haben wir nichts zu tun haben? 215. Okay, das. Oh, ich habe mich eingebaut. Kiste weg. Kiste weg. Da. Und dann setze ich jetzt einfach an die Schmelze. Also den Blast Furnace, der bisher nichts zu tun hat. Der dritte, den ich neu gebaut habe. Und der wird dann befüttert mit. Ah, jetzt muss ich erst in die Zentrifuge, ne? Da oben. Ja, mal gucken. Zick, zack, zick, zack, zick, zack, so. Trotzdem, die hintere bekommt jetzt das Zeug ab. Da. Du hättest gerne ein ungewöhnliches Gut für einen Roboterflug. Dreckiges Erz. Zigtausend davon. So, und dafür hättest du auch gerne ein schnelles Ärmchen. So, wie viele Roboter haben jetzt nichts zu tun? Available Robots 0. Ja, okay, das ist auch die Initialphase. Das ist jedes Mal so, bei egal welchem Produkt. Weil das wird dann alles aufgesammelt und alles hin und her gebracht, solange bis die Kiste voll ist. Und jetzt sind halt 300 Roboter unterwegs. Das heißt, es müsste gleich eine riesige, riesige Schlange ankommen von Robotern. Und darauf warte ich jetzt, weil die will ich nicht verpassen. Die müsste von schräg da so kommen. Und ich brauche unbedingt mehr Roboports oder die besseren Roboports wegen der Aufladezeit. Hä? Oh, ja, die kamen alle nur bis hier und hatten dann keinen Strom mehr. Da war wieder ein Autosave. Wo ist die Riesenschlange? Die kommen jetzt alle so tröpfchenweise. Das sind 300 Roboter, die auf einmal kommen müssten. Bin sehr enttäuscht. 11 Türme schießen, das ist zu wenig. Muss auch noch Türme bauen. Na gut, also es kommen keine 300 Roboter-Riesenschlange, es kommt nur durchgehend irgendwas hier an. Wie hält sich denn die Kiste, der Inhalt? Steht. Ja, geht stetig hoch. Du bist durchgehend ausgelastet, okay. Das heißt, wir beschränken dich jetzt echt mal auf. 500. Achso, warte mal, das sind glatte Zahlen. 400. Und setzen dich auf 2 Stacks. Das heißt, irgendwann ist die Kiste voll. Dann machen wir hier noch eine Kiste hin. Bau bitte einfach mal 5 davon, 5 davon, damit ich nicht immer wieder das machen muss. So. Kriegst du noch eine Kiste und du noch eine Kiste. Die machen jetzt momentan noch nicht so viel. Shift rechts, Shift links, Shift links. Also Beschränkung machen sie nicht. Du bitte auf 400. Da wurde nichts kopiert. Ich habe dir doch auf 400 eingestellt, oder? Nee, das ist irgendwie wieder zurückgesprungen. Du 400. 400, 400. 400. So, und auf 2 beschränkt. Hallo? 400. Ah, jetzt hat er's. Sehr komischer Bug. Okay, du bist fast voll. Was sagen die Roboter jetzt? Wir haben 190 Roboter, die nichts zu tun haben. Das ist komisch. Aber es kann auch gut sein, dass die paar Mining Drills es halt nicht so schnell schaffen. So, wir können jetzt Blei und Zink und was weiß ich einschmelzen. Das ist gut. Nächste Stufe wäre das da. Ich würde aber ganz gerne vorher mal gucken, was es noch so Tolles Neues gibt. Zum Beispiel bessere Tanks. Nein, oh genau, ich wollte Mauern erforschen. Das da. Und die Gates. Sorgen, die ich mir bei dem Gate mache, ist, es wird ein Vanilla Gate sein und dementsprechend wahrscheinlich nur so stark wie...
instant fertig. Und dementsprechend nur so stark wie eine Steinmauer. Ja, wir können jetzt Gates erforschen. Lebenspunkte 350. So viel wie eine Steinmauer. Ist gefährlich, gefährlich. Ja. So, also im Erz klappt soweit. Problem, das ich halt wirklich sehe, ist, dass die Roboter alle sich durchgehend nur am Aufladen sind. Also mehr Roboports, bessere Roboports, wie auch immer. Ich brauche ganz viele blaue Chips. Warum stellst du keine blauen Chips her? Okay, dich beschränken wir erstmal auf ein und machen dich voll. Damit müsstest du aufhören zu arbeiten. Beziehungsweise du machst dich erstmal voll, ne? Was? Achso. Die wurden jetzt rausgenommen und ich wurde damit gefüttert. Ja, das ist sehr lieb von euch. Ich nehme dich mal kurz raus. Die Batterien auch raus. Mach das jetzt da rein. So, wie schaut es jetzt aus? Jetzt ist da einer drin. Ding wird immer noch gefüllt, solange bis der Stack in der Fabrik selber voll ist. Und ich weiß nicht, wie hoch das in der Fabrik stackt. Wenn das da auch auf 100 stackt, da haben wir ein Problem. Kann ich das da rein tun? Ja, kann ich. Gut. Rote Chips brauchen wir, die können wir nicht anhalten, grüne auch. Ich kann die Module stoppen, aber ich denke, die Module werden jetzt eh schon wieder voll sein, automatisch gestoppt haben. Da. Hä? Wir werden gar nicht hergestellt, weil gar nicht genug grüne da sind. Ja, okay, mach aus. Obwohl, mach mal lieber da aus. So. Da aus. Mach überall aus. So. Da rein. Her damit. Also ja, das Ding arbeitet nicht mal. Krass. Da kommt mir ein Chip, so. Also, obwohl viele Sachen nicht arbeiten, von denen ich dachte, dass sie laufen, kam mit dem Kupfer nicht hinterher. Ist ein wenig seltsam. So, wurdest du verändert? Nö, brauchst immer noch schweineteures Zeug. Wurdet ihr verändert? Nein. Aber ihr habt einen schönen Tooltip da bekommen. Das ist schon mal schick. Bessere Mining Drills. Die brauchen jetzt schon Nature, Resource und Industrial Science Packs. Die Industrial Science Packs kann ich noch gar nicht. Wo könnten die mit bei sein? Nein, nein, nein. Geschwindigkeit, nein. Inserte Item Stack, nein. Oh, Panzer. Kosten fast gar nichts. Oh ja, das ist der Billigpanzer. Der hält echt nicht viel aus. 1000 Lebenspunkte. Der da wäre wohl der interessantere mit 2500 Lebenspunkten. Wäre. Okay, braucht Polished Emeralds, können wir also auch knicken. Aber ich könnte den ersten Panzer trotzdem mal erforschen, weil er kostet so gut wie nichts. Und ist auch wieder gleich fast instant fertig. Du kriegst mal Licht. Ja, gib mal ein bisschen. So. Kupfer, Kupfer, Kupfer. Was mache ich bloß mit ihr? Kupfer, Kupfer, Kupfer. Wie viele Roboter haben nichts zu tun? Sehr, sehr viele. Okay. Damit ist es jetzt klar. Wir brauchen einfach mehr Kupferfelder mit mehr Mining Drills. Und die Roboter schaffen das, das abzutransportieren. Unten rechts war allerdings nicht mehr so viel frei. Ich glaube, ein, zwei Stellen kann ich vielleicht noch setzen. Und danach werden wir uns das da unten schnappen müssen, den Außenposten, wodurch wir aber wieder unsere Mauern erweitern müssen, wodurch wir wieder mehr Lasertürme bauen müssen. Ich sollte mir unbedingt einen Blueprint machen von dem Pfosten, der Lampe und den fünf Lasertürmen dafür. Das wird dann wesentlich schneller gehen alles.
So, neue Forschungssachen. Kann ich zufällig das da? Nein. Upgrade Pump Jacks. Ich hätte echt ganz gerne diese billig Tränke erstmal irgendwie erforscht. Upgrade Tanks, die habe ich doch schon. Storage Tank MK5. Nein. Nein, doch. Das da sind die Industrial Science Packs Dinger. Dafür brauche ich 100 von den anderen neuen Science Packs, die ich noch nicht automatisiert habe. Okay, das lassen wir erstmal. Das machen wir gleich. Erforsch mal das. Das dauert eine ganze Ecke. Aber ich werde auch eine Ecke brauchen, bis wir die anderen Science Packs automatisiert haben. Und wir brauchen das später, um Bronze herzustellen. Also mach mal. Und mach hier mal Licht. Das ist auch viel zu dunkel hier. So. Ja, aber ein Problem zur Zeit. Jetzt wollte ich erstmal noch mehr Drills aufstellen. Da mit noch mehr Kisten und eventuell einem Roboport. Falls die irgendwo sind, wo der andere nicht so gut rankommt. Ja, hier kann ich noch einen hin tun. Das war's dann aber auch. Licht, Licht.